Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und die Unendliche, und wir haben uns hier verfranst, nämlich vor der Brücke hätten wir gleich nach links müssen, nämlich bei der Brauerei, dort wo wir schon drinnen waren, einfach mal geradeaus laufen, ja, und dann da vorne rechts rauf, ja, da hätten wir leicht reinkommen können, und wir laufen da mal zu, weil da gibt es auch noch Gehöfte, die wir untersuchen können. Aber das lassen wir vorerst mal. Ich habe da nur irgendwas leuchten gesehen, weil ich bin da einen Weg zurückgegangen. Und der, genau. Hört ihr das? Nierenwurz. Der hat da gesummt. Und deswegen nehme ich das gleich mit. Und ich mache hier nur einen kurzen Rundumblick, damit ihr das seht. Wir können da auch gleich hinlaufen, ist egal. Was ist denn da los? Wer bist denn du? Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Pelagierhof. Aha, ich sah... was? Ihr sah nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Ich habe alles versucht, okay? Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Aha, was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay. Puh, kann ich euch beitreten? Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Ja, wenn ihr Brüder seid. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Sprich mit dem Anführer der Gefährten, gut so. Ria, komm her. Du musst mir auch noch was sagen. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Okay, das haben wir jetzt schon tausendmal gehört. Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Schwester. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Okay. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Genau, Ria, erzähl mal. Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Ne? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Nun gut, wer hat hier das Sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Vilkas. Kodlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Okay. Ria, danke vielmals für die nette Auskunft. Und schau, dass du am Leben bleibst. Bitte sei so lieb. Okay. Gut. Wir haben einmal hier alles und da gibt es ja noch einen Hof, denke ich. Ah, wir haben da den Riesen vergessen. Leute, da liegt ja ein Riese durch. Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch ein Riese. Den schauen wir uns gleich einmal näher an. Und der Riese ist leer, ist ja mal klar. Aber ja, sind gefährlich die Typen. Ja, schaut fast so aus. Gut so. Der nächste Hof noch. Und wir treten den Gefährten dann gleich einmal bei, denke ich, ja, schadet nicht so, ja. Da eine Mühle. Aha. Den Hof haben wir schon. Und da vorne geht es dann rauf, endlich mal. Leute, ich bin mir sicher, ihr schreibt da jetzt. Was ist denn da? Sammeln, Hühnernest. Ist das okay? Eins nehmen wir mit und dann schauen wir, ob die Wachen darauf reagieren oder auch nicht.
So, die Gefährten waren das. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jovaskra, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ja, das werden wir dann auch machen. Gut so. Und da müssen wir jetzt dann rauf, endlich. Hey Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Was gibt's denn da zu besprechen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Aha. Was wisst ihr über Weißlauf? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaske, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Ja, wir wollen nicht mieten, wir wollen da bis zum nächsten Mal. Okay, und tschüss und aufpassen, da ist es ganz gefährlich da draußen, okay. Und wir folgen einfach Ria, ja. Stelle von Weißlauf entdeckt, das sind die Stelle, ja, genau. Gut so. Da ist ein Riesenross, ein Riesenross. Und endlich sind wir hier. Wir sind nämlich rund um den Berg herum, Leute. Natürlich, do so. Ja, wir sind auch krank. Aber einen Trank behalte ich mir in Reserve und kaufe dann bei den Wirten, wenn es dann den gibt, gleich einmal den nächsten und den werden wir dann schlucken auch, ne? Denke ich, ist eine gute Idee, oder? Wir haben uns das noch gar nicht angeguckt. Okay. Kommt die jetzt nach? Die Ria? Wir könnten ja einen Heben gehen. Nee. Und schön langsam kommen wir da auch rein. Schauen wir mal da noch kurz. Okay, von da unten kamen wir und da hinten ist irgendwo Flusslauf. Gut so. Okay, okay. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten Helden über den Drachenangriff überreden. Es stimmt euch, dass hier vielleicht um 108 bestechen, genau. Tretet beiseite, sonst einschüchtern. Ich komme später wieder. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Wir könnten ihn überreden. Wir könnten versuchen, ihn zu überreden, ja? Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Okay. Aber hat das jetzt was gebracht? Ja, Rie, du gehst ja noch langsamer als ich. Da kann ich mir schon Zeit laufen lassen. Mit dem Bauch Helge. Von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Ja, ich habe mich da auch gewundert irgendwie. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflaggten Meere sollen noch Betten frei sein. Okay, beflaggte Meere. Bürger. Merken. Noch was? Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker vom Drachenfeste werfen. Gut so. Wenn ihr passt auf euch auf, wenn ihr den Fluss in Richtung Osten überquert. Der alte Halver Eisenhand und seine Banditen sollen sich in der Höhle bei der Weißflusswacht verschanzt haben. Okay, und Osten ist da drüben. Noch was? Ja, was gibt's denn? Endlich Weißlauf, Leute. Da treten wir jetzt mal ein. Zu den begehrtesten Artefakten der Gefährten zählen die Fragmente von Wutrath, jener Axt, die Iskramor führte, als er an der Spitze der 500 marschierte. Gut so, das wissen wir jetzt auch schon. Weißlauf entdeckt. Gott sei Dank. Ihr braucht... Oh. Was denn? Reden. Was war denn das jetzt? Wohl. Du noch einmal? Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Okay. Die hatten wir schon. Und, wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen.
Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Das ist eine Schmiedin. Komm her, ich rede mit dir. Graumähnen oder Kampfgeborene? Graumähne, Kampfgeborene, pipapo, was denn? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich weiß nicht, wovon sprecht ihr? Ja, genau das. Ja. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Ja, vorerst einmal kannst du mich hier hören. Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Lang lebe das Kaiserreich. Ja, du Royalist. Genau. Und mit der Schmiedin wollte ich jetzt auch noch ein Wörtchen reden, aber die ist ja schon wieder futsch. Verflixt. Egal. Genau, wir sind hier endlich mal im Weißlauf und das sieht ja recht toll aus. Und ja, machen hier einen Schnitt. Denke ich mal. Ja, das wird ja noch lange dauern, bis wir mit dem Jarl reden können. Ich hoffe, ihr hattet wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihr mir nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, muss er mal abspeichern hier. Euer Toso. Ciao.